Hallo, ihr Lieben. Ja, im Moment bin ich noch unterwegs, aber nach meiner kleinen Mittagspause wollte ich noch kurz live gehen, weil es geht mir wirklich nicht aus dem Kopf, dass es alles eine Frage der Perspektive ist. Wir leben hier in einer Gesellschaft mit tonnenweise Überzeugungen und Meinungen. Und wir schließen uns in Grüppchen zusammen und versuchen uns in unserer Meinung zu stärken und uns Rückhalt zu geben, dass wir gut und richtig sind. Ja, wieso machen wir das sonst? Hallo, hallo. Warum versuchen wir immer irgendwo dazuzugehören? Warum versuchen wir immer irgendwelche Rudel und Scharen zu bilden? Und warum werden wir offensichtlich gerade auch wieder versucht, irgendwie auseinander dividiert zu werden? Warum bilden sich überall, egal wo du hinschaust, irgendwelche Gruppen, die sich anhand ihrer eigenen Meinung gegenseitig stärken? Das ist so. Und das ist immer so. Nur das Problem ist, diese Grüppchen, die meisten Grüppchen, die stärken sich anhand ihrer Einschränkungen. Ja, wir sind so eingeschränkt, wir sind so eingeschränkt und das geht nicht und das geht nicht und dagegen müssen wir kämpfen und dagegen müssen wir kämpfen. Und diese Grüppchen, die versuchen sich immer gegen irgendetwas zusammenzuschließen. Und ich sage, das ist nicht nötig. Wir sind frei. Wir sind absolut frei. Wir haben alle unsere eigene Macht. Wir müssen uns nicht konform machen. Niemand von uns muss sich irgendwo anpassen. Niemand muss schauen, dass er irgendwo brav und anständig ist, wie ein kleines Kind, dass er ja dazugehört. Wir sind alle erwachsene Menschen. Wir sind nicht mehr ausgeliefert, keiner von uns. Wir sind alle bewusst. Wir sind alle hier in klarem Bewusstsein. Wir sind alle keine Kinder mehr und wir haben alle die Chance, über aus dem, was uns geliefert und beigebracht worden ist, herauszuschauen. Wir haben alle die Chance, aus diesem kochenden Wasser, aus diesem Topf, in den wir reingekocht worden sind, rauszugehen. Keiner von uns muss mehr weiter in diesem Wasser, das sich weiter und weiter erhitzt, drin bleiben und vor sich hinkochen. Jeder von uns hat die Möglichkeit, auszusteigen. Und aussteigen kannst du nur, wenn du weißt, dass du nichts verlierst, sondern nur gewinnst. Aber wenn du aussteigst und dabei gleichzeitig einsteigst in deine eigene Kraft und in deine eigene Power und weißt, wie das Leben funktioniert, wenn du dir immer wieder klarer und klarer machst, dass das Leben nicht so funktioniert, wie man es dir gemeinhin beigebracht hat und gesagt hat, ja, in der Schule, im Kindergarten, braves Kindchen sein, immer schön, schön lernen, immer schön, schön das machen, was man dir sagt, immer schön, schön brav gehorchen und dann bist du ein gutes Mädchen, bist du ein guter Junge. Und dann bist du schön eingegliedert in der Gesellschaft. Und dann funktionierst du, dann gehst du schön, schön arbeiten, gibst den größten Teil deines verdienten Geldes ab und dann gehst du irgendwann mal schön, schön dir ein Testament schreiben, einen Sarg kaufen und ciao, das war's. Ja? Kann es das sein? Fühlt sich das wirklich stimmig an für dich? Fühlt sich das so an, dass du dafür auf die Welt gekommen bist und genau diesen Rhythmus und diesen Kreislauf zu durchleben? Oder hast du nicht vielleicht auch wirklich das Gefühl, das kann's doch nicht sein? Weil ich weiß ganz sicher, dass es das nicht war und dass es das nicht sein kann, sondern dass es eine vorgefertigte Meinung ist, die weitergegeben worden ist und die überliefert worden ist, wo man einem sagt, wie die Dinge sind und dass sie nicht anders sein können und dass du so und die Anforderungen erfüllen musst, damit du ein guter, braver Mensch bist. Aber das ist so nicht. Die Wahrheit ist, und ich sag's dir jetzt, die Wahrheit ist, du wirst geboren als guter, braver Mensch. Du bist perfekt. Du musst nichts anders tun, als du selber zu sein. Und deine Aufgabe hier auf der Erde ist, es herauszufinden, dass es nicht darum geht, irgendjemanden
zuzuhören, auch nicht mir übrigens, sondern es geht darum, wirklich herauszufinden für dich selber, was richtig und was stimmig ist. Weil die Antwort, die ist in dir drin, du weißt es, du spürst es jedes Mal, wenn dir einer irgendeinen Bullshit erzählt oder ob es die Wahrheit ist, ob sie dich ermächtigt, ob sie dich bekräftigt, ob sie dir die Verantwortung für dich und dein Leben und deine Schöpfung übergibt oder ob sie dich klein hält oder ob sie dich unterdrückt oder ob sie dir irgendwelche Anforderungen gibt, die du erst noch erfüllen musst, bis du gut genug bist. All diese Informationen, die dich klein machen, die dich einschränken, die dich bemindern, die dir irgendwo das Gefühl geben, dass irgendetwas falsch mit dir ist und dass irgendetwas nicht gut genug mit dir ist, die sind gelogen. Und wenn du, so wie ich, das nicht annimmst und zwar ganz, ganz öffentlich und ganz, ganz öffentlich sagst, ich weiß, dass ihr nicht recht habt. Ich weiß, dass ihr nicht recht habt mit der Meinung über mich. Ich weiß, dass ihr nicht recht habt, zu sagen, dass alles so funktioniert, indem man sich einordnen, unterordnen und mitfunktionieren müsst. Wenn du das offen und kundig sagst, dann bist du nicht mehr dort, wo alle sind. Dann bist du nicht mehr in der schönen Suppe drin, wo alle drin rumschwimmen, sondern dann bist du ausgestiegen. Und dann darfst du in deine Kraft kommen und dann darfst du dir deine Wünsche und deine Träume bedingungslos ermöglichen, weil du es kannst. Weil das, was für einen hier ist, ist für alle hier. Das Schöne, was einer haben kann, das Schöne, was sich einer ausdenken kann, das kann jeder haben. Es gibt nicht irgendeine Limitierung. Es gibt nicht irgendeinen Grund, warum du etwas Schönes oder etwas Wunderbares, was du dir wünschst, nicht haben könntest. Warum sollte es jemand anders haben können, wenn es diese Dinge gibt, die du dir wünschst, wenn es dieses Leben gibt, das du dir wünschst, wenn es diesen Lifestyle gibt, das du dir wünschst, wenn es den Körper gibt, den du dir wünschst, wenn es dieses Lebensgefühl gibt, das du dir wünschst. Warum soll es das für jemand anders geben und für dich, nicht für dich selber? Ja, das ist nur im Kopf, das ist nur gelernt, das ist nur konditioniert, das ist nur einzig und allein eine tief eingebrannte Vorstellung, die sich so tief in dein Unterbewusstsein reingebrannt hat, dass sich die Beweise dafür, dass es limitiert ist und dass es für dich nicht ist, immer wieder im Außen zeigen. Du siehst es, du glaubst es, du siehst es, du glaubst es, du siehst es, du glaubst es. So. Wie kannst du es ändern? Du glaubst was anderes. Wenn du was anderes glaubst, siehst du was anderes. Du siehst was anderes, du glaubst was anderes. Du siehst was anderes, du glaubst was anderes. So einfach ist es eigentlich. Nur musst du dir erlauben, etwas anderes zu glauben. Und vor allem musst du dir erlauben, etwas anderes zu glauben, als dass die meisten glauben. Etwas anderes zu glauben, als dass die meisten, die du wahrscheinlich kennst, glauben. Erlaubst du dir etwas anderes zu glauben, als dass deine Familie glaubt, als die Familientradition? Ja, traust du dich da auszuscheren, andere Dinge zu glauben, andere Lebensgrundsätze zu verfolgen? Traust du dich das? Weil solange du dich das nicht traust, wird sich nichts ändern. Dann wirst du deinen Status quo immer wieder reproduzieren, reproduzieren und reproduzieren. Und du wirst es weitergeben an deine Kinder. Und deine Kinder, wenn sie nicht aufwachen, werden es weitergeben an ihre Kinder. Nur haben wir jetzt den Moment, in dem wir ganz deutlich vor Augen geführt bekommen, dass es so nicht funktioniert. Und dass die Dinge, die uns beigebracht worden sind, nicht funktionieren. Dass sie keinen Menschen zu Glück und Gesundheit treiben, sondern dass Glück und Gesundheit, das Geburtsrecht für jeden einzelnen Menschen, dass uns das verwehrt wird, wenn wir die Dinge weiter glauben, die uns eingetrichtert worden sind. Und wenn du jetzt anfängst zu glauben, dass du die Verantwortung und damit auch die Macht hast, die Dinge zu glauben, die du glauben willst und in Folge dann die Dinge sehen wirst, die du glaubst, weil es deine Macht ist, weil das deine göttliche Schöpfermacht ist. Wenn du das mal erkennst und wenn du dieses Leben einschlägst, dann bist du ein schwarzes Schaf. Für die meisten. Oder du bist ein strahlender Stern für wenigere.
Was möchtest du sein? Ein strahlender Stern für wenige. Alle schauen zu dir auf und denken, wow, wie hat sie das geschafft? Wie hat er das geschafft? Wieso lebt er so leicht und so glücklich und so unbeschwert? Wie kann er sich oder sie sich das erlauben, sich keine Sorgen zu machen? Wie kann er oder sie sich erlauben, sich keine Sorgen über Politik oder sonst irgendetwas anderes zu machen? Wie kann er sich das erlauben? Ganz einfach. Du kannst es dir erlauben, weil du weißt, dass du erschaffst, was du glaubst und was du vorlebst und was du denkst. Und nur dann kannst du zur Änderung beitragen. Und die, die so leben, die sind halt noch nicht die Masse. Aber sie werden die Masse aufwecken. Und die Masse wird erkennen, dass sie klein bedrückt und unterdrückt gehalten worden ist. Und immer mehr Menschen erkennen das und denken sich, hallo, was mache ich mit diesem einen meinem Leben? Was mache ich denn da draus? Mache ich da was Geiles draus? Mache ich mein Leben zum Kunstwerk meiner Vorstellungen? Mache ich mein Leben zur großartigsten Vorstellung, die ich mir überhaupt machen kann? Erlaube ich mir immer bessere, schönere, tollere, großartigere Dinge über mich, über mein Leben, über meine Liebsten vorzustellen und das dann auch in Realität zu kreieren? Oder lebe ich weiter in diesem Sumpf und erlaube mir nichts, traue mir nichts, bin dafür ein weißes Schaf und kein schwarzes Schaf und passe schön dazu und leide und elende mit allen anderen gemeinsam mit rum und pity, pity, oh ja, alles ist so böse, alles ist so klein, alles ist so eng. Oder gehe ich da raus und sage, nein, die Welt ist groß, die Welt ist weit und die Welt wartet auf mich, weil ich bin die Welt. Ich bin die Welt und du bist deine Welt. Und wenn du nicht mehr bist, dann gibt es deine Welt nicht mehr. Und wenn ich nicht mehr bin, dann gibt es meine Welt nicht mehr. Dann ist es einfach nicht mehr da. Also, und solange es da ist, will ich, dass meine Welt grandios ist. Will ich, dass meine Welt mit wundervollen Dingen, mit Schönheiten, mit Kunstwerken, mit tollem Essen, mit lieben Menschen bestückt ist. Das ist meine Welt und die mache ich mir so, wie sie mir gefällt. Und ich würde mir sehr, sehr, sehr wünschen, dass ganz viele Menschen aufwachen, bloß weil ich die Worte in den Mund nehme und auch die Worte in den Mund nehme und sich zeigen und outen als schwarzes Schaf, das einfach sagt, ich habe keinen Bock zu leiden, ich habe mir keinen Bock sagen zu lassen, wie doof und dämlich ich bin, sondern ich weiß, ich bin grandios, ich weiß, ich bin großartig, ich bin eine göttliche Schöpferin und in diese Kraft trete ich jetzt ein. Und diese Erlaubnis, sich jeden Tag frisch zu geben, jeden Morgen neu zu geben, wer bin ich? Was kann ich, was darf ich, was erlaube ich mir heute an großartigen Dingen über mich und andere zu denken und zu kreieren? Das ist ein Job und den kriegst du nicht in der Schule beigebracht und den darfst du dir selber beibringen, damit du deinen Nächsten beibringen kannst. Und genau darum geht's. Wir brauchen diesen Ripple-Effekt. Und deswegen gehe ich vorwärts und deswegen gehen andere vorwärts, die sich trauen und immer jeden Tag einer mehr. Und wenn es alleine schwierig ist für dich, komm einfach noch, wirklich, komm noch in den Divine Creation Circle und siehe, was möglich ist. Sehe, was so schön ist in einer Gemeinschaft. Lass dich überraschen. Du wirst nur überrascht sein von dieser ganzen Magie, von dieser wunderbaren Energie, die entstehen kann, wenn Menschen ihren Fokus und ihre Überzeugung auf das richten, was ihnen wirklich gut gefällt. Komm einfach mit, sei dabei. Wenn du nicht dabei sein willst, mach's trotzdem. Also, wünsche einen schönen Tag. Tschüssi.